Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Tutorials. Hier heute mechanische Handwerkseinheit alias Mechanical Crafter. Ihr seht schon, hinter mir habe ich hier mal was aufgebaut und da rechts von mir noch ein bisschen mehr, um euch alle kleinen und großen Geheimnisse der mechanischen Handwerkseinheit zu verraten. Aber nicht lang schnacken, die mechanische Handwerkseinheit schaut zuerst einmal kompliziert aus. Wenn wir uns das Tooltip anschauen, 2 mal UPM, also Umdrehung pro Minute, ist die kinetische Belastungsauswirkung, sprich, was wir an Stress Units hier pro Einheit haben. Und wenn wir uns die mal hier hinstellen, sehen wir die Umrandung, einen Slot, wo ein Item reinpasst. Das legen wir mit einem Rechtsklick hinein. Dann ist das hier in dem kleinen Kasten drin. Und wir sehen einen Pfeil, wohin das Item wandern würde, wenn es jetzt verarbeitet werden wird. Wenn wir in die Seite schauen, sehen wir hier ein kleines Zahnrad. Auf der Rückseite sehen wir, ja, Volt. Das Zahnrad, hier wird die Energie angebracht. Mithilfe eines kleinen oder großen Zahnrades, das ich hier gerade entfernt habe. Und das habe ich aus gutem Grund rausgenommen, weil ich euch nämlich zeigen wollte, wie das Rezept hier funktioniert und wie die mechanische Handwerkseinheit dann funktioniert. Und zwar, wenn wir jetzt hier unten das Zahnrad reinpacken, foldere ich einmal kurz nochmal hoch. Zack, dann haben wir die Handwerkseinheiten mit Energie versorgt. Die hier nimmt jetzt 2x32 Umdrehungen auf. Oh, passiert euch das auch? Keine Sorge, nach diesem Video passiert euch das nie wieder. Denn, ich sammle es mal schnell ein, die mechanische Handwerkseinheiten, die Mechanical Crafter, funktionieren so, dass ihr habt es gerade gesehen, die ganzen Items sind runtergewandert und hier rüber und darüber und hier runter und darunter und da weg und da weg und schwupps auseinandergefallen. Die haben nämlich die Eigenschaft, wir können sie mit der Wrench, können wir den kleinen Pfeil hier bewegen mit Rechtsklick. Und die müssen alle ihren Weg zu einem Block finden und dort werden dann alle Blöcke aus der gesamten Einheit miteinander verbunden und dann kommt das Endergebnis raus. Also machen wir es nochmal. Jetzt, wo wir alle richtig eingestellt haben, mit Rechtsklick die Items reinsetzen. Haben wir auch alle richtig? Ja, haben wir. Zack. Jetzt seht ihr, wie es funktioniert, wie es sein soll. Es geht jetzt alles runter, nochmal runter, jetzt von rechts und nach links, von links in die Mitte. Und am Ende kommen die Crushing Wheels raus. Denn wir haben bei den Crushing Wheels dieses mechanische Bauenrezept. Es wird auch gleichzeitig angezeigt, wie viele von den mechanischen Handwerkseinheiten wir brauchen. Bei den anderen, zum Beispiel hier von Create Crafts and Additions, ist es genauso. Da wird euch das Rezept angezeigt, an welchem Platz welches Item sein soll, wie viele Handwerkseinheiten wir dafür brauchen. Oder bei der Kartoffelkanone von Create selber brauchen wir 7 Handwerkseinheiten. Hier oben für die Tesla-Spule von auch Create Crafts and Additions brauchen wir 10 Stück. So funktioniert die mechanische Handwerkseinheit. Aber die mechanische Handwerkseinheit kann nicht nur solche großen Rezepte wie für die Crushing Wheels oder andere, sondern jedes einzelne kleine Minecraft-Rezept kann der Mechanical Crafter verarbeiten. Und wenn ihr bis hierhin gekommen seid, lasst einen Like da, lasst einen Abo da, das würde mich riesig freuen. Und schaut das Video ganz, denn dann verpasst ihr nichts an Tipps, die da hinten noch kommen. Also, warum habe ich hier nur einen stehen? Das hat einen Grund. Und zwar nehmen wir uns mal den Stein heraus. Wenn wir uns den Stein hier mal genauer anschauen, die Rezepte davon, dann werden wir feststellen, dass hier irgendwo, genau hier ist ein Stein drin, der zu einem Steinknopf verarbeitet wird. Legen wir den da rein, fängt da direkt an und verarbeitet diesen einen Stein zu einem Knopf. Und schmeißt ihn dann raus. Zack, haben wir einen Steinknopf. Da ist er. Aber ich zeige euch das ja nicht nur, weil das so schön aussieht, sondern ich habe hier noch ein paar Slabs und wir haben noch Handwerkseinheit-Slot-Abdeckungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier so einen großen aufgebaut haben und ihr seht schon, die Pfeile setzen sich hier irgendwo hin, wo wir sie gar nicht haben wollen. Also, wir nehmen sie mal, hier in der Mitte soll das rauswerfen. Die gehen runter, die gehen runter, die gehen runter.
Alles geht runter und dann von rechts nach links in die Mitte. So, wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen Komposter bauen wollen, dessen Rezept so aussieht, aber wir haben so einen Block an Handwerkseinheiten, dann brauchen wir die Slot-Abdeckung für die Handwerkseinheit. Die können wir dann nämlich auch mit Rechtsklick hier reinsetzen und setzen sozusagen die Slots hier außer Kraft. Dann setzen wir hier gemütlich unsere Slabs rein. Und sobald alles voll ist, fängt die mechanische Handwerkseinheit automatisch an, den Komposter zu craften. Zack, von links und rechts geht's in der Mitte. Jetzt wird zusammengefügt. Und es kommt der Komposter raus. Plupp. Gut. Wenn wir aber keine Handwerksslotabdeckung haben, die im Übrigen aus drei Messingklumpen pro Slotabdeckung gefertigt wird, dann setzen wir unsere Slabs rein und dann macht er gar nichts. Da steht er blöd rum und tut nichts und sieht gut aus. Außer, wenn wir der Handwerkseinheit ein Redstone-Signal geben, dann wird das Rezept, was wir hier eingegeben haben, ja, nennen wir es mal hart gestartet. Zack. Jetzt brauchen wir hier keine Slot-Abdeckung, sondern er nimmt die Blöcke oder in dem Falle die Stufen und fertigt für uns den Komposter. By the way, das funktioniert mit jedem anderen Rezept genauso. Entweder Slot-Abdeckung rein oder ein Redstone-Signal dran. Ob jetzt mit einem Knopf wie ich da unten oder einem Hebel, das ist absolut euch überlassen. Was allerdings auch geht, ihr seht, ich habe eine Truhe in der Hand. Wenn wir jetzt hier eine mechanische Handwerkseinheit haben, von oben geht's runter und dann zur Seite, dann können wir hier einen Inventarblock hinsetzen. Ob jetzt eine Truhe, ein Fass, ein Drawer, also eine Schublade von einer anderen Mod, das funktioniert auch. Das ist dabei ziemlich egal. Denn sobald der Pfeil, also von dem Ausgabeblock auf einen Inventarblock zeigt, dann wird das Gefertigte direkt in die Truhe getan. Ihr werdet gleich sehen, dass die Fackeln fallen jetzt nicht hier raus. Da sind sie. Schwupps sind sie in der Truhe. Sehr praktisch und auch richtig gut zum Automatisieren von verschiedenen Rezepten, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Presse oder einen Mixer in der Farm benutzen möchte. Aber was machen denn die zwei Kollegen da hinter mir? Die mechanischen Arme. Ich habe dazu den mechanischen Armen schon mal ein Tutorial gemacht. Die können wir hier auch benutzen. Und zwar in Verbindung mit den Trichtern, mit den Messingtrichtern, funktioniert das mega gut. Und zwar ist hier der Plan, dass ich Granit herstellen möchte. Um Granit herzustellen, brauchen wir einen Diorit-Block und einen Netherquarz. Das ist ein Standard-Minecraft-Rezept. Das ist nichts irgendwo sonst wo hergeholtes, sondern ein Standard-Minecraft-Rezept. Ich habe hier auf dem Depot Granit und Netherquarz liegen. Hier auf dem Messingtrichter habe ich als Filter Netherquarz drin, weil das hier hin soll. Und hier haben wir das Diorit. Und jetzt lassen wir die mechanischen Arme mal arbeiten. Die sind nämlich so schlau, die schnappen sich jetzt von dem Stackstapel hier oben, also von dem Depot, jeweils nur einen Block, tun es hier in die Trichter hinein. Schwupps ist es vorne in den mechanischen Handwerkseinheiten, wird zusammengefügt. Und wie gesagt, wie eben hier drüben erklärt mit den Inventarblöcken, geht das Granit jetzt direkt hier hinein. Und sobald die beiden hier fertig sind, kommen die beiden wieder ins Spiel und holen sich zwei neue Items. Tun es rein. Und craften durch. Ich habe sie jetzt mit dem Hebel deaktiviert, dass sie nicht weitermachen. Das ist vollkommen in Ordnung so. Ihr müsst dabei ein kleines bisschen aufpassen. Und zwar, es gibt shapeless, also formlose Rezepte bei Minecraft und welche, die müssen eine spezielle Form haben, wie zum Beispiel die Fackeln da eben. Da muss die Kohle oben sein und der Stock unten. Hier beim Granit ist es egal. Da müsst ihr dann schauen, was ihr craften wollt mit den mechanischen Handwerkseinheiten. So, warum habe ich das hier jetzt nochmal aufgebaut? Sieht doch fast so aus wie das hier am Anfang. Außer, dass das hier die Umrandung anders ausschaut. Das ist ganz einfach. Ich habe ja zu Anfang den Block einmal kurz erklärt und gesagt, hinten ist auch noch eine Fläche.
die so holzig aussieht wie die Messingrahmen, wo ich gerade draufstehe, die brauchen wir nämlich jetzt. Wir können nämlich, ihr seht es, wenn wir hier mit dem Mauszeiger zwischen die mechanischen Handwerkseinheiten gehen, können wir nämlich die mechanischen Handwerkseinheiten im Verbund einstellen. Wenn wir die Wrench hernehmen, können wir diese mechanische Handwerkseinheit von den anderen sozusagen trennen und wieder zusammenfügen. Da bauen wir sozusagen Trennblöcke oder so Trennungen ein. Hier vorne sind sie jetzt alle zusammen. Wenn wir jetzt hier wieder die Trennung reinmachen, dann sind sie wieder eins, also ein Weg und ein Block alleine. Das Ganze ist nämlich dafür da, dass wir zum Beispiel von hinten befüllend oder von vorne befüllend, wenn wir hier in die hier einen Block reintun und genügend in der Hand haben, wie ich jetzt hier zum Beispiel, dann können wir, zack, mit einem Rechtsklick alle befüllen. Oder halt auch von hinten durch den einen Trichter befüllen lassen über den mechanischen Arm. So, damit ich euch das aber noch einmal zeigen kann, damit ihr es mir auch wirklich glaubt, deaktivieren wir mal den Hebel, damit die Handwerker, der mechanische Arm nimmt die Blöcke. Das funktioniert natürlich nur, sofern die miteinander verbunden sind. Die einzelnen hier vorne, die muss er wirklich einzeln setzen. Aber zack, Mahlwerksräder drin. Zack, da habt ihr das gesehen, da hat er wieder die Anisit-Legierung reingetan, die Holzplanken, also die Holzbretter und gleich kommt der Stein. Und weiter geht's. Das sind die wichtigsten Geheimnisse zum mechanischen Handwerkseinheit-Block, zum Mechanical Crafter. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, lasst einen Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß beim kreativen Create-Spielen und ciao!